Ja, schönen guten Morgen, Freunde der Sonne. Grüße gehen raus an die Gang. An wen denn sonst? Freunde, unser bester Freund Charlie Hoskinson hat sich in den Podcast von Lex Friedman gesetzt und etwas aus dem Nähkästchen geplaudert. Ne? Was ich krass finde, ist, dass er auch ganz offen und transparent über die Schwächen von Cardano gesprochen hat und uns hier sehr interessante Gründe nennt, warum Cardano sogar sterben könnte. Darüber sprechen wir heute. Als erstes nannte er uns dafür die Selbstevolution. Also für die, die es nicht wissen, Cardano läuft in 5 geplanten Entwicklungsphasen. Momentan sind wir am Ende von Phase 2 und der Abschluss von Phase 5 würde auch beinhalten, dass ADA komplett dezentral wird. Dadurch, dass es sich komplett autark versorgt, bedeutet das also kein Institut, keine Firma, kein. Einfach wieder Schlaganfall, die gehalten. Haben wir aber länger schon nicht gehabt, Freunde. Jedenfalls einfach, dass keine Person im Hintergrund sitzen muss, die irgendwie wie in so einer Schaltzentrale da Knöpfchen drücken muss, damit Cardano funktioniert. Sondern Cardano läuft darauf hinaus, dass es im Abschluss von Phase 5 dann komplett dezentral und alleine funktioniert. KI-mäßig so, künstliche Roboter, Intelligenz-Shit-mäßig. Mega nice. Er sagt, wenn das nicht gelingt, wird das ganze System nicht funktionieren. Also das sagt er selbst. Also nicht das mit dem Nuckeln. Wobei er findet Nuckeln wahrscheinlich auch ganz gut. Also jetzt so auf No-Sexual-Basis, aber er sagt jedenfalls, das wird dann nicht funktionieren, Freunde. Dann sagt er, dass selbst jetzt in den Phasen davor, also 3 und 4, die jetzt dann kommen sollten, er nicht garantieren kann, ob das klappen wird. Also die Bereitstellung der Smart Contract-Plattform, die Implementierung eines dezentralen Governance-Modells oder wie auch immer man das nennen mag. Das wären halt die Punkte, die bald an der Reihe wären. Ne? Dann sagt er auch unmissverständlich, dass jede Kryptowährung zum heutigen Zeitpunkt nicht mehr und nicht weniger ist als ein fucking Experiment. Woran Cardano noch sterben könnte, wäre, wenn es sich halt rückwärts entwickelt. Ne? Also wenn bestimmte Punkte scheitern und man die Sache immer mehr zentralisieren muss. Ähnlich wäre das beispielsweise auch, wenn der Netzwerkeffekt wegfällt oder einbricht. Ja? Also wenn die Community rund um ADA keinen Bock mehr hat, auf gut Deutsch gesagt. Wenn die sagen, ey, wir gucken uns den ganzen Spaß jetzt an, wir erwarten hier dicke, fette Kurse. Zu dem Punkt kommen wir übrigens gleich noch und Charlie hat euch da was mitzuteilen. Wenn die Leute sagen, ja, ADA, Cardano, das ist nur am Fallen und da passiert gar nicht viel. Ich will jetzt aber hohe Kurse und ich glaube da nicht mehr dran und jetzt gehe ich raus. Also, wenn die Unterstützung seitens der Community, also der Anleger in Richtung Cardano nicht mehr so gegeben ist, wie man das nötig hätte, dann fällt der Netzwerkeffekt weg. Das ist so ein Ding, was Cardano halt den Instant Kill verpassen könnte, den goldenen Headshot. Ich zitiere den Brudi da mal kurz. Ja? Also, die Community muss offen und flexibel sein, resistent gegen dogmatisches Denken und in der Lage, falsche Ideen zu verwerfen. Andernfalls würde das ganze Ökosystem ins Stolpern kommen. Ja, genau das hat er gesagt, Freunde. Jetzt muss ich hier mal umblättern. Digga, er setzt sich einfach in so einen übelst berühmten Podcast und schämt sein eigenes Projekt. Irgendwie muss man den Mann auch nicht verstehen. Dann dazu haut er einen sehr interessanten Vergleich zu Bitcoin raus. Ne? Ich zitiere ihn nochmal. So passiert es ja bei Bitcoin, wo die Community toxisch und zu maximalistisch geworden ist. Was sagt er uns damit, Brudis? Und Schwestis, im Prinzip ist das eine fette Ansage an uns alle. Halt nur politisch korrekt ausgedrückt. Also ich tue Charlie jetzt mal einen Gefallen, Freunde, und übersetze das mal in unsere Gossensprache. Na, Hui. Hört auf, nur auf das Geld zu geiern und mit falschen Erwartungen auf fette Kursexplosionen zu lauern. Glaubt und unterstützt lieber mal die Vision hinter Cardano, weil sonst ist hier bald Feierabend. Schicht im Schacht. Bedank dich später, Charlie Habub. Ach, und übrigens hat er auch gesagt, dass er überzeugt davon ist, dass Ethereum Bitcoin überholen wird und irgendwann auf Platz 1 steht. Nice Aussage. Lassen wir einfach mal so stehen, ne? Aber das nur mal so nebenbei. Also, wichtige Worte, wie ich finde, die Hoskinson hier mal gedroppt hat. Wie Regentropfen. Die Message sollte ganz klar sein, Leute, weniger Geld geil, mehr auch mal das Projekt dahinter sehen und das kann bei Cardano halt echt nicht schaden, denn es ist wirklich ein geiles Ding mit einer geilen Roadmap, mit einem geilen Whitepaper und die technische Umsetzung läuft bislang relativ ohne großartige Probleme. Dementsprechend ist das ein Worst-Case-Szenario, Worst-Case-Szenarien, die er uns hier aufgeführt hat. Das heißt keinesfalls, dass das irgendwie passieren muss oder passieren wird. Er sagt nur, dass diese Möglichkeit gegeben ist. Und irgendwo finde ich das auch respekteinflößend. Ich habe da Respekt vor, dass ein CEO, beziehungsweise er ist der CEO von Cardano. Er ist so der Gründer von Cardano. Er ist so Big Player, Big Baba im Cardano
Universum, dass der sich in so einen sehr hochgeklickten und hochdotierten Podcast setzt von Lex Friedman und da wirklich auch mal die negativen Aspekte aufzeigt, was ja keiner machen würde. Also könntet ihr euch vorstellen, dass dieser Insta-Boy Justin Sun von Tron und BitTorrent sich hinstellen würde und auch mal die negativen Aspekte von seinen komischen Projekten da aufzeigen würde? Nein, würde der nicht. Charles Hoskinson ist wirklich ein legit Dude. So, der stellt sich dahin und sagt auch, Freunde, das ist nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen. Die ganze Situation könnte auch mal in die andere Richtung gehen. Und wir haben hier gewisse Risiken. Und ich höre da bei ihm auch so eine gewisse Sorge raus, dass diese ganze Entwicklung, die wir hier gerade mitmachen, mit dass wir nur auf Kursexplosion lauern und es gar nicht abwarten können, dass die Preise wieder durch die Decke schießen und alle unruhig werden, wenn wir mal eine Seitwärtsbewegung haben, dass das dazu führen könnte, dass der Zuspruch für Kryptoprojekte wie Cardano, die ja einfach, muss man ja so sagen, immer noch nur Projekte sind, in Anführungszeichen nur, dass da so ein gewisser Community-Effekt verloren geht. Und das wäre für Kryptoprojekte, die noch in der Umsetzungsphase sind und an ihrer technischen, um ihre technischen Errungenschaften wirklich kämpfen und den Zuspruch der Menschen brauchen, das wäre fatal. Ja? Er kann es jetzt natürlich nicht so auf Ghetto-Gangster-Sprache rauskloppen, wie man es eigentlich tun müsste, um die Leute ein bisschen wachzurütteln, sondern Charlie ist ja sehr konservativer, gechillter Dude. Ich glaube auch, der kifft ab und zu. Also wenn ich mir so Interviews und Podcasts von dem reinziehe, der wirkt mir immer relativ stoned. Würde ich auf jeden Fall feiern so. Charlie auf jeden Fall so als Kiffer unterwegs. Nice Sache. Dementsprechend haben wir heute mal einmal kurz über Charlie und Cardano gesprochen. Ethereum war auch noch kurz drin. Freunde, wir machen keine langen Faxen. Ihr habt die Kurse gesehen. Normalität. Keine Panik. Ne? Wir laufen wieder in eine gesunde Richtung und es war auch nie ungesund. Auch, dass der Bitcoin unter 30 gefallen ist übrigens, war nicht ungesund. Ich hätte ehrlich gesagt damit gerechnet, dass er dann, wenn er die 30 hittet und durchbricht, ja, also wenn wir nicht abprallen von der 30er Unterstützung, dass wir unter 28 landen. Okay, wir sind bei, laut CoinCap sind wir gestern bei, CoinCap sagte mir 29,3. In der Telegram-Gruppe hat ein Brudi dann geschrieben, ich habe da und da geguckt. Ich weiß nicht mal mehr, wo er geguckt hat, der Brudi, aber er hat gesagt, wir sind bei 28 irgendwas gelandet. Ehrlich gesagt habe ich, wie gesagt, gedacht, wenn wir unter die 30 landen, dann gehen wir auch unter 28. Das war so meine Vorstellung, die ich hatte. War dann ein bisschen verwirrt, aber gut, Freunde, alles eine ganz normale und immer noch gesunde Geschichte. Dementsprechend macht euch keine Sorgen. Cardano, wisst ihr Bescheid. Die ganze Sache kann schief gehen, wird es aber nicht. Ne? War einfach nur mal das, was Charlie sagen wollte. Jetzt nicht, dass wieder welche einen falschen Hals kriegen und sich Panik schieben. Oh, Cardano stirbt. Oh. Nein, alles gut, Freunde. War auch nur mal kurz dabei, auf jeden Fall ein bisschen was zu quatschen haben, Freunde. Dementsprechend, die Woche ist fast um. Genießt den Resttag. Die Feierabend haben, schönen Feierabend wünsche ich euch. Und die das Video morgens sehen, da wo es rauskommt, ich wünsche euch einen guten Start in den Tag. Stark in den Tag, ja. Startet stark in den Tag, so kann man es auch sagen. Nice Sache auf jeden Fall. Schlaganfall ist on fleek, wir kennen es alle. Dementsprechend machen wir das, nein, wir machen es nicht mit einer Wasserflasche. Gestern war die JBL-Box dran, davor der Schlappen. Ich wollte es eigentlich jetzt immer mit Schlapp machen. Jetzt wollte ich schon die Wasserflasche nehmen. Ich liebe das, ehrlich. Wir machen es jetzt wieder klassisch wie früher mit der Hand, Freunde. Dementsprechend ist die ganze Sache wie Spiegel. Wir sehen uns morgen.